Hallo Leute und willkommen zu Part 3. Heute geht es um ein bisschen um so Logik und ich weiß nicht, ob ich Arithmetik noch durchnehme, aber auf jeden Fall Logik mit den binären Zahlen. Ja, machen wir erstmal Logik mit den Dingern. Das ist ein ziemlich trockenes Thema, also haltet einfach durch. Ich versuche mich auch diesmal ein Stück weiter kurz zu fassen. Das ist nicht so wichtig. Also wenn ihr sagt, das steigt mir jetzt alles zu Kopf, ist es nicht so sonderlich wichtig. Es reicht, wenn ihr einfach nur die Grundsachen versteht und nicht jetzt irgendwie das im Kopf ausrechnen könnt. Das wird später sowieso was anderes machen. Fangen wir direkt an mit den Kommentaren. Und zwar geht es da los. Einmal. Wo haben wir es hier? Kann man sich als Privatperson eigentlich eine eigene CPU herstellen lassen? Soweit ja. Also gibt es Firmen, die einzelne CPUs als Prototypen herstellt. Ich weiß es nicht. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, sowas machen zu lassen. Mir hat Logisim immer gereicht. Ich bin mir aber, also es gibt Steckbretter, da kann man vorgefertigte Bauteile, also so Gates oder sowas zusammenschalten oder einzelne Speichertaktdinger, sowas, Speicherblöcke. Das ist nicht unbedingt so teuer. Es kostet schon sein Geld, aber es ist nicht unbedingt was, was man sich nicht leisten könnte für sein Hobby. Auch die Frage mit wie teuer. Man kann doch Sachen selber zusammenlöten auf anderen Sachen und wie wird es wirklich so ein 16-Bit kleiner RISC-Prozessor da, wenn du den irgendwie drauf auf so eine kleine Platte, auf so ein, wirklich so ein 2 auf 2 Zentimeter Teil pressen willst, dann habe ich da absolut keine Ahnung, muss ich passen, entweder durch Googlen rausfinden oder irgendwie, wenn du an der Uni bist, dann Prof oder so fragen. Mit welchem Programm erstellt man denn eigentlich CPU-Entwürfe da? Kommt auf die Firma an. Ich weiß nicht, ob die Logisim-Vorlagen, man kann mit Logisim die Dinge ausdrucken, akzeptieren oder ob man wirklich die Transistorenpläne einschicken muss. Das weiß ich, wie gesagt, nicht. Ich habe mich damit noch nicht befasst. Bitte nimm Baldrian. Ich muss passen, ich habe keine Ahnung, was du willst. Wenn du es weißt, kannst du dann vielleicht mal erklären, wie denn nun auf einem Prozessor das Not und Or funktioniert, also was da invertiert, was invertiert da und wie und so. Das habe ich ihm schon beantwortet, aber ich spreche es mal für alle an, weil das Video kommen wird. Das ist, hat was mit den Transistoren zu tun, wie ich gerade schon vorhin mal, habe ich Transistoren erwähnt, hat damit zu tun, das werde ich mal in so ein extra Video packen nach der Serie. Hallo als erstes, nee, ohne Hallo. Als erstes, deine Videos sind gut, weiter so. Danke. Eine Bitte, kannst du mal, wenn du mal Time hast, schnell die Speicher abarbeiten, die in Logisim zur Verfügung stehen? Die Flipflops, Zähler und so weiter, was alles fertig zu benutzen ist. Das werde ich machen und wir werden die Teile sogar selbst bauen. Also ich werde nicht nur die vorgefertigten Teile nehmen, die könnt ihr dann nehmen, sobald ihr es verstanden habt, aber ich werde die auf jeden Fall mal durchkauen. Das wird, glaube ich, sogar in Part 4 sein. Also jetzt machen wir, kommt drauf an, wie weit wir jetzt kommen. Jetzt mache ich auf jeden Fall die Logik. Vielleicht so ein bisschen, okay, ja, doch vielleicht ein bisschen addieren oder so. Dir fehlt das Verständnis, mir fehlt das Verständnis, es zu verstehen, aber wenn du mal die Sachen ganz schnell abkaust, verstehe ich das dann. Bitte, bitte, bitte. Wie gesagt, wird kommen. Und zum Schluss dieser Kommentarreihe möchte ich mich erstmal für die positive Resonanz bedanken. Auch gut finde ich, dass ihr nicht nur den Daumen hoch gibt, sondern dass auch viele Leute so einen kleinen Kritik oder so ein Lob aussprechen. Ein Daumen hoch signalisiert mir, dass ich so. Wie ich es mache, mache ich es gut, muss nichts ändern. Daumen hoch, Kommentar heißt, du machst es gut, aber ändere das. Und Daumen runter allein sagt mir nichts. Da weiß ich zwar, dass ich jetzt irgendwas falsch mache, aber ich habe keine Ahnung, wo ich ansetzen soll. Also es wird wirklich, wirklich cool finden, wenn ihr einen Daumen runter gebt, dann begründet. Also falls ihr wollt, dass die Videos danach besser werden. Wenn ihr sagt, nee, sorry, Minecraft Monkey, also das Video war echt gar nichts, dann Daumen runter und sagt mir warum. Das wäre nett, okay? Danke und los geht's. So. Wie versprochen quasi geht es jetzt los mit der Logik. Also so ein bisschen Logik rumrechnen. Falls ihr irgendwie auf Part 3 gestoßen seid, aber noch nicht an 1 und 2 vorbeigekommen seid, dann ab zurück. Ich werde in der Beschreibung die Playlist verlinken. Und zwar, wir kennen jetzt alle Gatter. Und wir wissen, dass ein PC, ein Prozessor, den wir ja am Ende bauen wollen, rechnen kann. Jetzt gibt es aber
komischerweise bei den ganzen Sachen, die wir so als Grundsachen zur Verfügung haben, na klar, bei Logisim könnte ich jetzt auch auf Arithmetik gehen und mir das Teil reinziehen, gibt es aber anscheinend kein Addierer oder sowas. Also da gibt es einfach kein Bauteil, das einfach jetzt mal zwei Zahlen zusammenrechnet. Das heißt, wir müssen uns das Ganze aus logischen Gattern zusammenbauen. Es ist auch immer ganz wichtig, ganz witzig, wenn irgendjemand meint, Mathematik kann man nicht beweisen, dann kommt ihr und zerberstet die Leute mit Logikgattern. Weil, solange die Leute eins und eins zusammenzählen können oder solange die Leute elektrische Signale nicht leugnen wollen, dann können sie auch hier sehen, dass Mathematik wunderbar logisch funktioniert. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist nur mal lustig zu wissen, falls ihr irgendwann mal mit solchen Leuten zu tun habt. Fangen wir mal an. Und zwar fangen wir mal an mit einem AND-Gatter. Und das ziehen wir jetzt einfach hier rein. Und jetzt kommen wir auf das Zahlensystem zurück. Ich muss kurz mal was nachschauen. Ups. Geh weg. Okay. Kommen wir auf das Zahlensystem zurück. Wir nehmen jetzt ein 4-Bit-Zahlensystem und jeder sollte sich daran erinnern können. Und wenn wir ein 4-Bit-Zahlensystem haben, können wir Zahlen darstellen von ohne negativen Zahlen, die außen vor, die sind ein Extra-Video, 8, 4, 2 und 1, was insgesamt 8 plus 7, 15 ergibt. Jetzt haben wir aber zum Rechnen, zum Beispiel beim Addieren, brauchen wir immer einen, ich glaube, ersten und zweiten Summanden oder sowas. Also brauchen immer zwei Sachen, die wir zusammenrechnen wollen. Also, wenn wir jetzt mal beim logisch rechnen, bei der Logik, nicht bei der Arithmetik. Also Logik ist zum Beispiel so ein AND-Gate, das ist Logik. Und wenn wir ganz viele Gates clever zusammenschalten, dass die scheinbar addieren, dann spricht man von Arithmetik. Also addieren, aus addieren kann man subtrahieren machen. Das wisst ihr auch alle, wie es geht. Wenn ihr es nicht wisst, dann kommt ihr einfach nur nicht drauf. Wenn ich eine positive Zahl mit einer negativen Zahl addiere, dann habe ich auch Minus. Plus rechnen kann man damit auch rein, mal rechnen, multiplizieren kann man damit auch rein theoretisch, weil 5 mal 3 ist 5 plus 5 plus 5. Also würde das auch gehen. Also addieren ist erstmal unser Grundbaustein, den wir für alles Weitere dann erstmal brauchen. Aber es geht erstmal los mit der Logik. Wir können nämlich zwei Zahlen nicht nur zusammenrechnen, sondern auch zusammen logiken. Falls jetzt irgendwer dabei ist, der schon weiter ist und es einfach nur schaut, um zu schauen, ob er irgendwas vergessen hat oder einfach nur aus Spaß oder so schaut. Ich weiß, dass ich mache willentlich, dass ich manche Fachbegriffe einfach runterspiele. Ja, zum Beispiel das gerade mit Logiken, dass man Sachen, zwei Zahlen zusammen logikt. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass die Serie für Einsteiger gedacht ist. Wo sowas erstmal nicht unbedingt jetzt von Bedeutung ist, ob wir jetzt die richtigen Fachbegriffe verwenden. Es geht erstmal darum, dass wir es auch verstehen. So. Wir können jetzt zum Beispiel zwei verschiedene Zahlen darstellen. Sagen wir mal eine 4, um es einfach zu machen, und eine 3. Jetzt könnten wir die zwei Zahlen zusammen addieren, das kennen wir. Und heraus würde kommen, seht diese Pins hier unten einfach mal als Ergebnispins an. Was würde bei 4 plus 3 herauskommen? Genau, 7. Jetzt müssen wir nur daran denken, dass wir das alles binär darstellen, also im Binärsystem. Sprich, die 4 ist eine 0100. Wir haben übrigens, also wir haben 4 Bit, 4 aktive Inputs. Und die 3 ist eine 0011. Und wenn wir die zusammen addieren, dann würde das hier rauskommen. Würde das hier rauskommen. Eine 7. 4 plus 3 ist 7. Jetzt wollen wir aber nicht addieren, sondern wir wollen das Ganze mal unden. So, und wie unden wir jetzt die Sachen? Und da bauen wir jetzt mal was, an das ihr euch noch gewöhnen müsst. Und zwar bauen wir das Ganze jetzt so. Ich hätte das da oben nicht wegmachen sollen. Falls ihr live baut, müsst ihr das da oben nicht wegmachen, die Anfangspins. Machen wir das Ganze nochmal oben. Zur Verdeutlichung. So.
Hier oben sind erstmal unsere. Ja, das war's schon. Hier oben sind erstmal unsere Zahlen. Okay. Moment. So, hier oben sind unsere tollen Zahlen. Noch für 2 und 1. Und wir nehmen jetzt mal 2 und 2 an. Okay, lassen wir es einfach so stehen. 2 und 2. In dem Fall wäre der Befehl wirklich und. Und die wollen wir jetzt zusammen unden. Jetzt könnten wir super rumrechnen, aber wir werden das jetzt mal so aufteilen. Und zwar, ich muss kurz überlegen. Ja. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Wir nehmen die Endgates. Ziehen sie hin. Machen noch schöne Ausgangsleuchte hin. So. Und was hat das Ganze jetzt da unten zu tun? Das werde ich jetzt auflösen. Also wir wollen jetzt, warte, wir werden den Befehl jetzt und anwenden. Also 2 logisch und. Das ist das Ganze, was ich mit Logik ansprechen will. 2 logisch und 2. Was kommt bei 2 logisch und 2 raus? Moment. So, das sollte sich jetzt erklärt haben. Wir nehmen einfach diese ganzen Sachen und teilen sie einfach auf die Bitweise auf. Quasi oben ist die linke Zahl dargestellt. An jeweils dem oberen Knopf ist die linke Zahl dargestellt. Und am jeweils dem unteren ist die rechte Zahl dargestellt. Um es noch deutlicher zu machen, werden wir das Ganze jetzt mal so darstellen. Und jetzt müssen wir einfach nur das Muster hier kopieren. Links haben wir eine 2, rechts haben wir eine 2. Alle anderen sind 0. Also 2, logisch und 2 ist. Zwei. Jetzt können wir das Ganze auch lustiger darstellen. Sagen wir mal eine 11 und eine logisch und 7 ergibt was? Dazu kopieren wir einfach wieder das Muster. 8, 8 links, 2 links, 1 links plus 4, 2 und 1 rechts. Und herauskommt 3. Ist eigentlich ganz einfach, warum das so ist bei dem und. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Jeder Bit, der gleich mit dem gegenüberliegenden ist, quasi, wenn hier die 1 an ist und hier die 1, dann ist der Ausgang bei der 1 an. Wenn hier die 2 und hier die 2 an ist, dann, also ich rede dauernd und, das sollte ich mir betonen, ich soll es unterstreichen, dann ist die 2 an. Wenn hier die 4 an ist, hier drüben aber nicht, dann kann es hier auch nicht angehen, weil die logische Bedingung nicht erfüllt ist. Hier ist die 8 an, die andere aber nicht, wieder nicht erfüllt. So viel zum logischen und. Wenn ihr es genau wissen wollt, das heißt bitweise logisches und den Fachbegriff könnt ihr euch auch merken, das ist auch ziemlich selbsterklärend. Bitweise heißt, dass wir Bit für Bit logisch verrechnen mit dem Und-Gatter. Könnten auch Stränge und sowas verrechnen, aber das brauchen wir alles nicht. Beim Und ist es ziemlich selbsterklärend, diese bitweisen logischen Operationen. Jetzt können wir dasselbe mal, ich werde dasselbe jetzt mal aufbauen mit einem Oder. Da sind wir mit dem Oder. Jetzt beim bitweise logischen Oder könnten wir es uns auch selbst jetzt erschließen, dass es auch wieder nur um die einzelnen Bits geht. Nehmen wir wieder mal eine schöne Zahl. Wobei beim Oder ist es auch wirklich ziemlich einfach. 2 und 3. Jetzt könnt ihr raten, was angeht. Was ist beim Oder? Egal was an ist, es geht an. Also quasi jeder verwendete Bit, der irgendwo verwendet wird, egal auf welcher Seite, wird einen Ausgang geben. Wenn wir 10 oder 5 machen, 10 logisch oder 5, haben wir jeden Bit bei links und bei rechts eigentlich besetzt. Wir haben die 8 links besetzt, wir haben die 4 rechts besetzt, die 2 links, die 1 rechts. Wenn wir es jetzt übertragen, 1 rechts, links. Jeder Bit ist einmal besetzt, die Oder-Bedingung ist überall erfüllt.
logisches oder abgeschlossen. Ich werde jetzt noch einmal irgendein besonderes Geld, das XNOR. Oder nee, sagen wir das XOR. Das XOR werde ich jetzt durchkauen. Den Rest könnt ihr euch selbst dann erschließen. XOR, XOR, dann werde ich jetzt noch machen. Tada, schon sind wir mit dem XOR soweit. Wieder das allerselbe. Wir nehmen jetzt eine beliebige Zahl, wieder bitweise. 4 nehmen wir mal 11 und 3. 11 entweder oder 3. 11, logisch, entweder oder XOR 3. Einfach anfangen mit den Bits abkopieren, links 8, 2, 1, also 8, 2, 1 links und rechts 2 und 1. 1 und 2. Und jetzt können wir einfach durchgehen, wo denn die Entweder-Oder-Bedingung erfüllt ist. Zur Erinnerung, Entweder-Oder, entweder der linke Bit darf an sein oder der rechte Bit darf an sein, aber nicht beide und nicht keiner. Erschließt sich auch von selbst. Links und rechts haben wir zweimal die 1. Entweder-Oder-Bedingung nicht erfüllt, beide sind an. Bei der 2, beim Bit Nummer 2, links und rechts genauso. 4, auch nicht erfüllt, weil keiner an ist, nur bei der 8. Bei der 8 ist er an, weil links an ist, aber rechts nicht. Und deswegen 11, also gesprochen 8, 8, 2, 8 plus 2 plus 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, XOR 0, 0, 1, 1 oder 11 XOR 3 ist gleich 8. So simpel ist es. Könnt ihr jetzt mit jedem anderen Gate auch durchkauen, außer bei unserem kleinen Freund, den da. Der ist wirklich unnütz. Geh weg. Ja, also da geht es halt nicht, da kann zwei Eingänge. Aber sonst können wir das wirklich, könnt ihr das wirklich für jedes Teil durchkauen und ich empfehle es auch wirklich mal, wenn ihr neu seid und damit nicht vertraut seid, macht es einfach mal. Es dauert nicht lang und ihr versteht es einfach danach. Um das Ganze mal Revue passieren zu lassen, wir wollen zwei Sachen zusammenrechnen. Noch gibt es aber zwei Sachen. Also wir wollen links eine binäre Zahl und rechts eine binäre Zahl irgendwie zusammenrechnen, damit wir ein Ergebnis bekommen. Addieren oder sowas können wir nicht. Und addieren wird erstmal unsere Grundlage sein. Also fangen wir erstmal an mit den logischen Sachen, dass wir uns daraus dann das Addieren aufbauen können. Ich fuchtel gerade mit der Hand rum wie so ein Lehrer, aber ihr seht mich ja gar nicht. Also wollen wir das damit aufbauen. Und dazu müssen wir es erstmal verstehen. Also teilen wir den linken Eingang oder den ersten Summanden beim Addieren, ja, was auch immer das beim XOR heißt, den linken Eingang, teilen wir auf, machen ganz viele linke Eingänge hin. Das heißt, der wird einfach auf diese oberen Bits kopiert und der rechte Eingang genauso auf die unteren wird der kopiert. Dann einfach das logische Gate hinter die beiden Knöpfchen setzen. Und eine Lampe hinmachen. Und vielleicht, wenn es euch leichter fällt, die Zahl dahinter schrauben. Und davor. Und dann könnt ihr euch selber das denken, was dabei rauskommt. Das ist auch das Lustige bei Bitweise. Ihr reißt quasi einfach die Bits auseinander. Hier zum Beispiel jeweils die 8. Reißt ihr auseinander von der 8 quasi und führt. Also ihr reißt die 8 links und die 8 rechts weg. Buff und buff. Das sind jetzt die 8er-Bits links und rechts und führt die in ein logisches Gate. Genauso bei jedem anderen Bit, also auch bei der 4 und bei der 2. Das ist bitweise logisches Rechnen. Also wenn ihr irgendwie sagt, was ist denn 1 und 1 und euer Kumpel antwortet mit 2, dann könnt ihr lachen und sagen, nee, 1 und 1 ist 1. So bringt euch das eigentlich gar nichts oder nicht wirklich viel, aber wir werden es noch auf jeden Fall brauchen. Jupp. So viel zur Logik, zum logischen Rechnen. Was ich jetzt noch kurz ansprechen möchte, auf jeden Fall. Moment. Ja, was ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte, ist ein kleiner Logisim-Gimmick. Ein kleines Logisim extra. Wenn ihr sagt, ihr wolltet nur die Logik hier, also wir wollten nur den Stoff quasi, den wir für den nächsten Part brauchen. Der nächste Part wird dann übrigens Arithmetik sein. Ich werde das jetzt nicht mehr hier reinpacken. Ein kleines Logisim-Gimmick. Und zwar könnt ihr diese ganzen Leitungen, also wenn ihr sagt, ihr wolltet nur das hören, was ihr hören wolltet, dann könnt ihr abschalten, was auch immer.
Ich empfehle es aber trotzdem dabei zu bleiben, weil ich das vielleicht auch in den nächsten Videos nutzen werde, was ich jetzt gleich zeige. Und zwar könnt ihr diese vier Eingänge mit einem Logisim extra zu einer einzigen Leitung. Ihr habt jetzt eigentlich, wenn ihr das weiterführt, vier solche Leitungen und ihr könnt die zu einer dicken zusammenführen. Ja. Dazu nehmt ihr euch den bei Wiring den Verteiler raus. So. Der funktioniert ziemlich einfach. Also, wenn man einmal verstanden hat. Hier unten links könnt ihr dann einstellen, wie er ausgerichtet sein soll. Da bei uns die Eingänge von oben nach unten fließen, richten wir ihn nach Norden aus. Ausfächerung soll auf jeden Fall 4 sein, weil wir 4 Eingänge haben. Oder 4 Inputs. Und Bitbreite sollte auch 4 sein, weil wir 4 Bit haben. Und jetzt können wir die ganzen Sachen hier auf die blauen Anschlüsse verkabeln, sage ich mal. Und heraus kommt eine dicke Leitung, eine schwarze Leitung, eine mehrbittige Leitung. Jetzt könnt ihr dir zum Beispiel den Output-Knopf hier nehmen und ihn hier ranhängen. Werdet ihr den Fehler bekommen, Breite nicht kompatibel. Ganz einfach zu lösen, ihr klickt auf den Output und geht auf Datenbits. Wie viel haben wir? Genau, 4. Und jetzt seht ihr schön, was hier oben als Einzelknöpfe eingegeben wird auf einer Leitung. Live und in mehr oder weniger Farbe. Der gibt einfach immer das wieder. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr zum Beispiel hier nicht irgendwie die Seiten vertauscht und die 8 hier rüber fächert oder so. Genauso könnt ihr, wenn ihr eine dicke Leitung habt, mit dem Verteiler das wieder rückwärts machen. Wir richten den Verteiler jetzt mal nach Osten aus. Stellen Ausfächerung wieder auf 4 und Bitbreite wieder auf 4. Und jetzt funktioniert das Ganze nur rückwärts. Jetzt werden diese Bits wieder auf die einzelnen aufgeteilt. Ich quetsche jetzt einfach mal so ein bisschen. So. Funktioniert aber genauso. 8 geht 8 an, 4 geht 4 an, 2, 2, 1, 1. Wird später noch ein Stück weit nützlich sein. Spielt einfach mal ein bisschen mit dem Verteiler rum. Ihr könntet jetzt auch natürlich, wie könnte es denn auch anders sein, zum Beispiel beide Eingänge, und da wir den Verteiler jetzt nicht nochmal neu einstellen würden, kopieren wir ihn uns einfach, könntet auch beide Eingänge auf einen Verteiler legen. Und euch damit das Gebaue sparen und zum Beispiel links, machen wir es mal oben und unten, links und rechts, auf ein nach Süden gerichtetes Endgate legen. Breiten nicht kompatibel, das hatten wir doch gerade, also stellen wir Datenbits auf 4. Und jetzt habt ihr eure bitwise logischen Operationen mit einem Ausgang verknüpfen, der wieder 4 Datenbits hat, auf ein kleineres Bauteil, das halt eben 4 Datenbits trägt. Verkürzt. Könnt ihr hier wieder genauso machen. 1 und 1 ist 1. 3 und 1 ist immer noch 1, weil keine 2 Bits gleich sind. 3 und 3 ist aber 3. Also könnt ihr das auch quasi kleiner bauen. Theoretisch könntet ihr auch die Eingänge, da müsst ihr den Verteiler gar nicht nutzen, nehmen und auf 4 Bit stellen. Dann könnten wir das hier wieder wegmachen. Einfach wegmachen. Zwei nach Süden gerichtete Eingänge nehmen. Selber Effekt. Jetzt könnt ihr mit Steuerung 1 oder oben links diese Faust auswählen, diesen kleinen Finger. Ups, ich sollte den ein Stück weit auseinander machen. Und 1 und 1. Selber Effekt, nur kleiner. Wird später noch nützlich, aber ich werde in den nächsten Videos nochmal mit den einzelnen Arbeiten, damit wir noch ein bisschen besser sehen, was innen drin vor sich geht. Aber falls ihr das verstanden habt, könnt ihr euch dieses Gebaue sparen und einfach die vorgefertigten Gates mit mehr Datenbits nehmen oder eben zusammenfächern mit einem Verteiler oder ausfächern mit einem Verteiler. Ja, spielt damit ein bisschen rum, wenn ihr lustig seid. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr auf die Leitungen klickt, seht ihr, was gerade auf der Leitung liegt, also auf die schwarze. Jetzt. Wenn ich jetzt, das ist das Lustige, wenn ich jetzt zum Beispiel die 9 eingebe bei der rechten Leitung und draufklicke, kommt hier plötzlich minus 7.
Die Erfahrenen würden wissen, warum das so ist. Die Neuen, denen empfehle ich einfach, ignoriert diese minus 7, die gibt es gar nicht. Und ihr geht in Logisim oben auf Fenster, Voreinstellungen, geht dann wieder auf Layout Editor und geht bei zweite Basis, wenn Leitung angeklickt, klickt ihr drauf, Dezimal ohne Vorzeichen, Fenster schließen. Und jetzt steht die 9 da, das was wir wollen. So, das war's für heute. Wie gesagt, probiert damit rum. Ich hoffe, ihr habt bitweise logisches Zeugs verstanden. Nächstes Mal kommt die Arithmetik. Dann können wir schon Plus und Minus rechnen von zwei Sachen. Danach kommen Speicher, nehme ich an, dass wir die Ergebnisse speichern können. Und dann kommen Speicherblöcke, dass wir nicht nur die Ergebnisse speichern können, sondern zwei gespeicherte Zahlen auch verrechnen können. Und dann sind wir schon so weit, in zwei, drei Parts sind wir schon so weit, dass wir auf unserem kleinen Schaltkreis ein Mini-Programm laufen lassen können. Aber bis dahin, bleibt dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke und ciao.